Script Error. Ja, machen wir einfach mal weiter. Wir machen Continue, warum auch immer. Kriegen wir eine Fehlermeldung halt einfach mal so. Ja, jetzt ist der Hund auch total... Deswegen, der Hund ist eingepennt. So, gut. Wer hätte es gedacht? Wir gehen in einen Kasten mit Müll und wir finden natürlich... gut. Immerhin ist das hier so, dass das eher sehr, sehr voll ist, das Wimmelbild. Das heißt, wir haben eine hohe Rate, wo wir alles schnell durchklicken können. Was auch immer. Gut, wir suchen noch drei Schachstücke, vier Nummern. Zwei. Ein Fragezeichen suchen wir nicht. Goji, das ist der Hersteller. Da ist noch eine Nummer. Goji, natürlich, steht überall Goji drauf. So, Ticket Roll. Da hinten, Golf Club. Ein Golfschläger. Da, ein Stift. Ja, Pen. Da. Und noch drei Schachfiguren. Eins. Nein. Zwei. Nö, wo ist denn die dritte Schachfigur? Da. Nothing else I can do here. Ja. Das heißt, hoffen wir mal, dass das Spiel nicht nochmal abstürzt. Wobei, es ist nicht abgestürzt. Ich konnte einfach auf Continue klicken. Das ist endlich mal eine Neuerung, dass das Spiel nicht komplett abstürzt, sondern nur so tut, als würde es abgestürzt sein. Und man kann dann weiterspielen, weil wir waren hier ja noch nicht fertig. Aber das Spiel meinte, nee. Der klickt da unten auf den Zurück-Button nur, wenn er hier schon fertig ist. Ja, tut mir leid, liebes Spiel, dass ich dich da enttäuschen musste. Natürlich. Ist klar. Der Rasenmäher, ja. Gut. Dann würde ich sagen, gehen wir da mal rein. Okay, wir sind direkt in einem Wimmelbild gelandet. Mal sehen, was haben wir da noch? So. Pling, pling, pling. Pling, pling, pling. Ah, hör auf mich fest zu ketten. Lass los. Komm schon, lass los. Na! Ah! Kann er wohl nicht angehen. Na! Ah! Hm! Wir suchen noch drei Hüte. Ich gucke jetzt gerade mal unten. Phone Receiver. Wahrscheinlich irgendwo drin versteckt. Das war eine Blume. Ich dachte, das war ein Hut. Da noch ein Gürtel. Da ist ein Hut. Okay, warum auch immer. Ah, so, mal sehen. Ein Rechner, der irgendwo versteckt ist. Zwei Kassettentapes. So, da war eine Karte drin. Die 25 haben wir auch gesucht. Kompass. Nein, das ist kein Kompass. Das ist auch kein Kompass. Disketten suchen wir ausnahmsweise mal nicht. Guckt schon da unten, da ist ein Schachspiel. Ah, da irgendwo glitzert es. Da. Da ist noch eine Karte gewesen, glaube ich. Die Flagge steht doch da auf dem Tisch. Da ist noch ein Hut. Ein Hut brauchen wir noch. Ein Hut ist hier noch irgendwo. Da oben ist der Zylinder. Und hier ist der Rechner versteckt. Da ist ein Blümchen da. Ein Football. Natürlich, Football in die Leisten. Der alte Gag. Wer kennt ihn nicht? Falls jemand ihn nicht kennt, guckt euch mal El Bundy an. So, wir suchen noch ein Rohr und ein Kompass. Rohre sind doch meistens bei sowas hier getarnt, oder? Das ist er nicht, das ist er nicht. Nö. Nein. Oh, wie gemein. Sonst sind Rohre immer bei sowas getarnt. Irgendwo, wo was länglich ist. Da oben ist noch ein Schirm, der ist es auch nicht. Kompass und ein Rohr. Ja. Wo könnte das sein? Wo könnte das sein? Puh. Gut. Nee, das Rohr ist jetzt nicht beim Schirm. Und auch nicht beim Besen. Da oben. Das ist doch kein Kompass gewesen. Kann doch wohl nicht angehen. Wo ist denn das? Nein, das da ist kein Rohr.
Ist denn hier bitte ein... Ja. Wo ist denn hier bitte ein Rohr? Also klar, ich habe ein Rohr in der Hose, aber... Wo ist denn hier bitte eins versteckt? Hm. Ich bin jetzt auch ein klein wenig überfordert. Aber bislang sind wir so super ohne Hilfe durchgekommen. Von daher gucke ich mir das Bild noch ein bisschen an, ob ich hier irgendwo doch noch ein Rohr sehe. Oder Moment, Pipe könnte auch Pfeife heißen. Ah, jetzt habe ich natürlich nach einem Rohr gesucht und nicht nach einer Pfeife. Du Pfeife. Guck mal. Irgendwo... Wo könnte man denn... Ja gut, ich komme dann immer mit dieser Logik, ja, wo könnte man denn eine Pfeife hin tun? Aber right. Da oben. I think I'm gonna have to check that safe. Ich wollte gerade sagen, dann sind wir in einem Wimmelbildspiel und in einem Wimmelbildspiel heißt es, ja, die Pfeife hängt im Kronleucht ab. Der hat halt... Der ist halt ein bisschen bekloppt, der Alte. Okay. The pipe is safe. You must move the blue gear back to its proper place. You will have to clear the path of the blue gear by moving other gears out of the way. Gears can only move on rails of the same color. When the blue gear is returned to its place, you will receive one of the five numbers in the safe's combination. Once you have all five numbers, the safe will open. There is a skip meter on the bottom of the screen, which will fill slowly. Ja, wissen wir. When it fills, you may click it at any time to end the puzzle. Ja. Low Quality Bob, das wissen wir. Gut, dann schauen wir mal. Das scheint ja wohl nicht so schwer zu sein. Yep, und die erste Gewinnzahl ist die 51 heute. Schauen wir mal, was die weiteren Gewinnzahlen heute so sind. Die nächste Gewinnzahl könnte auch dich dazu bringen, in den Kommentaren zu kommentieren. Und zwar die 10. Wer auch immer 10 ist, kommentiert jetzt bitte. Und es geht weiter. Wir schauen mal, was noch so an Zahlen da ist. Wir müssen hier erstmal ein bisschen aufräumen. Nein. Warum habe ich den eigentlich verschoben? Den brauche ich doch gar nicht verschieben. Und auch rot. So, schauen wir mal. Die nächste Zahl ist die 33. Wer auch immer 33 Jahre alt wird, sollte in die Kommentare schreiben, dass er 33 geworden ist. Wir schauen weiter, was es noch so gibt. So, das heißt... hallo? Ach, den können wir nur in die Richtung. Ah, das hier ist schon ein bisschen... Hallo? Hör auf. Das ist schon ein bisschen schwerer hier jetzt. Weil ich kann den grünen nur in zwei Richtungen bewegen. Das heißt, ich müsste den roten erstmal nach da unten. Dann den grünen. Dann den blauen. Dann den grünen wieder zurück. Dann den roten. Und dann passt das. Und die nächste Gewinnzahl ist die 54. Wer auch immer schon 54 Frauen im Bett hatte, schreibt es doch bitte in die Kommentare. Oder erfreut euch am Leid der anderen. Keine Ahnung. So, mal schauen. Ach, da muss das Blaue hin. Das heißt, Gelb können wir jetzt noch da oben sortieren. Blau nach da, Grün nach da. Blau nach da, Gelb wieder zurück. Grün nach oben und Blau nach da. Und die nächste Gewinnzahl ist die 87. Damit wären alle Gewinner gezogen für diese Woche. Und im Safe ist auch nichts. Who does that? Wait a minute. Who do we have here? Ja, ein Foto von einer Hochzeit. Das sieht aus wie Finn de Waldo. Tja, wir suchen wieder eine Person. Und es ist jetzt keine Person, die Gewinnzahlen gezogen hat, sondern es ist eine Person, die keinen Wein trinkt. Das heißt, die da. Und, mal sehen. Die da trinkt Wein und die Kinder trinken keinen Wein. Mal schauen, wo ist denn noch da hinten? Irgendwo... Nein, 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 nein. Lass das, lass das, lass das, lass das, lass das. Wer trinkt denn noch keinen Wein? Der da. Sie tragen keine Halskette. Die da trägt eine. Der Kleine trägt eine. Mal sehen, was haben wir denn noch? Einer fehlt noch. Einer fehlt noch. Einer fehlt noch. Da.
Sie tragen keine Sandalen. Die da? Mal sehen. Nee, die nicht. Von denen sieht man alle das Kind. Das Kind ist es schon mal nicht. Eine fehlt noch, die da. Sie hassen Schmetterlinge. Also ist das schon mal nicht. Der da jagt Schmetterlinge und eine Person steht noch unheimlich auf Schmetterlinge. Der da? Nein. Die da? Nö. Die da? Warum auch immer die hier auf Schmetterlinge steht. Ich habe jetzt nicht gesehen, dass die irgendwie... Oh, die wollte wahrscheinlich dem Schmetterling High Five geben. High Five, Schmetterling! Ja, ist klar. Sie arbeiten nicht. Dann könnte man im Endeffekt hier quasi so gut wie keinen ausschließen. So, und ein Arbeiter versteckt sich hier noch irgendwo dahin. Nein, bindet sich einen Schuh zu. Der Junge versteckt sich. Da! Sie spielen nicht verstecken. Okay. Ich muss da kurz mal pausieren. Ihr hört mich jetzt wahrscheinlich nur mit dem Backup-Ton, weil aktuell kriege ich die Warnung, dass ich ein Idiot bin und versehentlich auf die falsche Festplatte geschrieben habe, die Audiodatei. Das heißt, wir machen hier einen kurzen Schnitt und ich bin gleich wieder da. So, wir sind zurück mit einer funktionierenden Tonspur. Irgendwie scheint es von draußen so ein bisschen reinzuleuchten. Also mein Greenscreen hier leuchtet ein bisschen. Folgendes, wir waren hier stehen geblieben. Sie spielen nicht verstecken. Das heißt, die da versteckt sich sehr schlecht. Mal sehen, der da versteckt sich noch. Und irgendwo da hinten. Gut. Sie essen nichts, ist der nächste Tipp. Das heißt, der da zählt schon mal nicht. Gucken wir mal, wer isst denn sonst noch was? Die da. Der da hinten, nee, der isst... Wer isst denn da nichts? Die umarmen sich. Zwei Personen? Doch, der hat einen Keks in der Hand. Die trinkt was, das zählt nicht. Der da isst was. Sie hat... Oh, sie haben kein Geschenk mitgebracht. Kann er wohl nicht angehen. Ich hätte übrigens so die Vermutung, also dass es die beiden schon mal nicht sind. Mal sehen. Der da hat ein Geschenk. Ah, der da hat ein Geschenk. Und einer hat... Der da hat auch ein Geschenk. Sie sind nicht rothaarig. Das heißt, die fällt raus. Die da ist es ja hoffentlich nicht. Und der da hinten. Und sie tragen keine Ohrringe. Die trägt Ohrringe. Die trägt Ohrringe. Und die da hinten erkenne ich nicht. Den da erkenne ich auch nicht. Der da auch nicht. Nein. Lass mich los. Lass mich los. Der da trinkt auch keine Ohrringe. Trinkt. Ja, der trinkt Ohrringe. Lecker, lecker, lecker. Die ist es auch nicht. Wer ist denn sonst noch? Ich bin schon wieder blind. Ich übersehe schon wieder irgendwo eine Person. So, und sie tragen kein Pink. Das heißt, die ist raus, die Barbie. Der da hinten ist raus, total unmodisch. Der da trägt kein Pink. Der da trägt kein Pink. Die trägt Pink. Habe ich jetzt nicht gesehen. Die hat auch Pink in ihrer Handtasche. Und sie haben kein Haar. Das heißt, der ist raus. Der Glatzkopf hier ist es, oder? Hey, the guy in that picture is Russian Mob King Karel Papik. If these guys have your kid, man, I hate to say this, but we should call the cops. These guys are serious. Maybe you're right. My father had an old friend on the force. I think I can call. Ja. Und damit hätten wir auch dieses Kapitel abgeschlossen. Das heißt, Kapitel 3, 3? 3. 2, 3, 4, 7. Gut. Kapitel 3 hätten wir damit auch vollendet. Das heißt, ich habe jetzt den Überblick verloren, wo wir aktuell stehen, was, die Kapitel angeht, weil ich zeichne hier jetzt schon eine Stunde 53 auf und habe zwischendurch eine Pause gemacht, weil die Tonspur ja nicht ging. Das heißt, hoffen wir mal, dass Zukunfts-TBM das so schneidet, dass jetzt die Folge zu Ende ist, damit ich mich nämlich von euch verabschieden kann. Wir sehen uns dann wieder in Kapitel 4. Ich sage tschüss. Tschüss.